Gut, ich habe hier, ich habe schon viele qualifizierte Reden gehört, die gehen alle in Details, die mir jetzt nicht so geläufig sein. Ich habe heute einen anderen Ansatz gemacht, und zwar ein Bild so aus 10.000 Meter Höhe, dass man den Überblick hat und sich eine Vorstellung machen kann, was wo abgeht und warum. Zwei Worte vielleicht zu mir noch. Ich bin Österreicher, ich bin 65, ich habe kurz vor dem 65. angefangen, das erste Mal auf eine Demo zu gehen, habe festgestellt, das ist absolut nichts für mich. Geht trotzdem immer noch, weil ich einfach im Kopf tot war vom vielen Aufsaugen von Informationen. Das hilft nichts, wenn man nicht weiß, wer für was kämpft, mit welchen Mitteln und wer im Hintergrund ist. Also man braucht den großen Überblick, um Informationen einordnen zu können, weil sonst ist das Ganze wertlos, sonst kann ich keine Schlüsse draus ziehen. Und wenn ich das auch nur ansatzweise kann, dann tue ich mir viel leichter, Sachen auch zu beurteilen. Ah, das mit dem Licht ist gut. So, ich habe vier Punkte. Einmal, der erste ist eigentlich schon fast abgehandelt, warum ich auf eine Situationsbetrachtung ausgehe und nicht auf einzelne Details. Zweiter Punkt ist, zu wessen Wohl schaffen deutsche Politiker und Führungskader der Beamtenschaft? Ich finde ein nicht ganz unerheblicher Punkt. Und dann schauen wir mal. Ich hätte noch einen Punkt, die Deutschland zugeordnete Rolle im Innen- und Außenverhältnis. Den möchte ich aber hinten anstellen. Und dann noch als letzten Punkt, New World Order. Wenn noch Kapazität da ist, sonst kann ich das auch beim nächsten Mal sprechen. Gut. Gesamtbild. Wenn ich von oben blicke, ist das konzeptlose Sammeln von Informationen extrem anstrengend, wenn man die Zusammenhänge nicht kennt, sprich wer macht was, warum, wer profitiert davon, Geldfluss und dergleichen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht und habe versucht, Schlüsselelemente eines ideologischen und autokratischen Systems zusammenzutragen. Das war recht interessant. Ich bin auf 1, 2, 3, 4 Punkte gekommen. Spaltung, Wortschöpfung, Meinungshoheit und Zensur. Da gibt es sicher andere auch, aber die sind mir jetzt im ersten Anlauf wichtig erschienen. Das Ganze dient dem Zweck, das Volk von eigenem Narrativ, von eigenem Ziel zu überzeugen, weil im Endeffekt keine Regierung, absolut keine Regierung auf längere Zeit ohne Unterstützung der Bevölkerung sich halten kann, überleben kann. Deswegen muss man das Volk so weit einstimmen und auf die eigene Seite ziehen, um seine Ziele zu erreichen und dabei zu überleben. Dazu bedarf es der Spaltung. Eine geschlossene Gemeinschaft kann ich nie vom Denken abhalten. Die kann ich nie niederringen mit irgendwas. Also muss ich die spalten, so wie es bei uns geschehen ist über die Gender-Geschichte und über die Ungeimpften und die Geimpften. Und je mehr in kleinere Teile die Bevölkerung zerteilt ist, umso mehr ist sie damit beschäftigt, dass einer den anderen anfeindet. Und dann gilt das Prinzip, wenn zwei sich streiten, das sind jetzt x-beliebige Gruppen, freut sich der Dritte und das ist dann, ich sage mal, der im Hintergrund, der seine Ziele verfolgt und seine Ziele erreichen will. So ein gutes Beispiel dafür ist der Streit darüber, ob sich Kinder als Indianer kostümieren dürfen, wenn sie zum Karneval gehen, anstatt sich Gedanken zu machen, wie wir heizen können und wie wir genügend zu essen kriegen. Der nächste Punkt ist die Wortschöpfung. Die lassen sich am besten mit dem Begriff des Bassatow'schen Hunds erklären. Ich weiß nicht, ob die alle den Begriff kennen.
Wassertofscher Hund, das Prinzip ist das, ich habe einen Hund, den ich dressiere. Und immer wenn er das macht, was ich ihm sage, kriegt er ein Leckerli. Das hat dann im Endeffekt die Auswirkung, wenn ich dem Hund ein Kommando gebe, dann macht er das, weil er weiß, dass er was zum Fressen kriegt. So, wenn ich das jetzt umlege auf die Menschen, dieses Folgebefehl wird belohnt, wenn ich das umlege auf die Demagogie, das heißt, jemand hört einen Begriff und das Narrativ poppt auf und das Hirn wird ausgeschaltet. Also Beispiel, Querdenker denkt, von vielen denken viele Leute nicht mehr, was ist ein Querdenker? Querdenker zur Jahrhundertwende nach dem 19., also ins 20. Jahrhundert rein, waren Leute wie der Nikola Tesla. Es waren Genies, die aus welcher Zeit auch kommend in die Zukunft gedacht und in die Zukunft gearbeitet haben. Heute ist es ein Schimpfwort. Warum? Weil der Staat ein Narrativ schafft. Ein Narrativ ist nichts anderes als eine Geschichte, die ich erzähle zu einem Begriff, und das Narrativ für einen Querdenker ist, der spinnt und ist sowieso ein Nazi oder ein Reichsbürger, was auch immer. So, jetzt, das muss ich jetzt aber auch einmal ins Volk reinkriegen, und das kriege ich über die Meinungshoheit. Meinungshoheit heißt, ich habe die Mittel und Wege, Narrative in die Köpfe der Bevölkerung reinzuprügeln. Und wenn ich das aus allen Quellen mache, und das geschieht in Europa, insbesondere in Deutschland, dann verfängt das irgendwann einmal. Denn kein Mensch kann sich davor schützen, also zu 100% schützen. Und irgendwann einmal, ja, das ist auch der Grund, warum so viele Schlafschafe gibt hier in Deutschland. Die glauben das einfach, weil sie ständig berieselt werden. Ich habe jetzt, oder bei uns zu Hause gibt es seit 6 Jahren keinen Fernseher, also es gibt einen Fernseher, aber wir schauen kein Fernsehprogramm. Also manchmal, man muss ja auch schauen, was die Gegenseite macht. Aber dazu habe ich hier was Einziges, Mainstream-Medium habe ich die NZZ, das ist die neue Zürcher Zeitung, abonniert, per Zufall, das aber seit Jahren, also ich will jetzt keine Werbung machen, weil der Vorteil der NZZ, der Schweizer Zeitschrift, ist, die berichten über Deutschland sehr unverblümt und nicht so gefiltert wie die deutsche Presse. Und letztendlich muss man auch eines dazu sagen, es ist ja an vielen etwas dran, egal ob die eine oder die andere Seite spricht. Es ist einer der größten Fehler zu glauben, dass man nur selber Recht hat und alles, was der andere sagt, scheiße ist. Da vergibt man sich was. Genauso wie jetzt Beispiel AfD von der AfD, die nicht unbedingt meine Partei ist, kommen viele gute Vorschläge. Die werden abgelehnt, nicht weil der Vorschlag nicht gut wäre, sondern einfach, weil er eben von der falschen Stelle kommt. Ja, also wir haben an Werkzeugen Mediensteuerung für die Bevölkerung, einschließlich der ganzen Plattformen wie Facebook, Meta, Google, Twitter und dergleichen. Und für die Regierung zentrale Plattformen wie die Rand Corporation, ganz bekannt in der USA, und das World Economic Forum WEF. All das nebstbei wäre nicht möglich ohne das Ding da. Jeder Mensch hat heute ein Handy. Über das Handy kommen wir an alle Informationen, wir sind aber genauso extrem gut überwachbar. Früher bei den Blackberries konnte ich das Ding noch komplett abschalten. Bei den normalen Handys konnte man noch die Batterie rausnehmen, geht alles heute nicht mehr. Also man ist überwacht, ob man will oder nicht, und das selbst beim Schlafen. Ich frage mich, ob Sie auch merken, wenn ich dann schnarch. Halt, Moment. So, Handy verstaut, geht weiter im Text. Ja, letzter Punkt, Zensur. Alle Akteure und Medien, die abweichende Wahrnehmungen, Meinungen vertreten bzw. kommunizieren, werden diskreditiert, eingesperrt. Michael Ballweg an der Stelle, größte Schweinerei aller Zeiten. Aber dafür werden Vergewaltiger wieder freigesetzt. Oder sonst irgendwie mundtot gemacht. Grund für die Schlafschafe ist
teilweise auch verständlich, Menschen, die ihr ganzes Leben so gelebt haben wie in den letzten 75, 80 Jahren, die haben ein Lebensbild und haben panische Art, Angst davor, sei es bewusst oder unbewusst, dass dieses Lebensbild zerstört würde. Und ja, und dann ist es natürlich deutlich bequemer, ein Narrativ, bequem vorgekautes Narrativ zu übernehmen, als sich selbst eine Meinung zu bilden. Ende des Punkts. Das war die gute Nachricht. Zu früh gefreut, der nächste Punkt kommt jetzt. Zu wessen Wohl arbeiten deutsche Politiker und Führungskader der Beamtenschaft? Untertitel: Frage zur privaten Haftung von Politikern und Parlamentariern. Ich habe einen super guten Videoclip gesehen von jemandem, der wusste, was er spricht, und der hat aufgeklärt, wie weit Vorstände, Geschäftsführer, alle leitenden Angestellten von Firmen privat in der Haftung sind für alles, was sie tun in ihrer Funktion. Also speziell, wenn sie einer Firma oder Mitarbeitern fahrlässig oder gar grob fahrlässig Schaden zufügen. Das geht bis ins Privateigentum. Er hat dann diese Beschreibung geendet, so in etwa mit den Worten: Und wer jetzt, wenn jetzt das kalte Grauen angesprungen hat, ob meiner Schilderungen, den kann ich beruhigen. Das ist nicht meine wilde Fantasie gewesen, sondern das ist exakt so, wie es beschlossen wurde, im Parlament diskutiert und beschlossen und wie die Gesetzeslage für Wirtschaftsführer ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, welche Verantwortung haben Politiker? Kann es sein, dass die Politik so unwichtig ist, dass die Politiker nicht haftbar gemacht werden für Fehler? Vor allem die Politiker, die ja im Parlament genau die strengen Haftungsbestimmungen für die Wirtschaftsführer durchgeboxt haben. Das ist eine ungerechte Welt. Bei den Politikern wird zwar oft fälschlicherweise behauptet, dass Politiker grundsätzlich politischen Schutz genießen, dem ist mitnichten so, aber Faktum ist, dass kein Politiker persönliche Haftung befürchten muss, außer er bringt jemanden um, jetzt einmal so pauschal gesagt. Keine Haftung für ordentliches Amten. Das Wort Amten habe ich aus der Schweizer Zeitung, das heißt, wie man das Amt ausübt. Also das Durchwinken von Bestimmungen zur Impfpflicht beispielsweise war ein grob fahrlässiges Amten aus meiner Sicht, weil ich unterstelle, also es ist natürlich nur eine Vermutung, weil ich unterstelle, dass sich keiner von den Damen und Herren die Mühe gemacht hat, impfkritische Stimmen zu hören und wirklich drüber nachzudenken, was sie hier abwinken und Gesetzeskraft verleihen. Und darüber hinaus noch viel mehr, wenn es darum geht, einen Beschluss umzusetzen. Das liegt aber in der Natur der Politik. Die Politik lebt davon, dass sie Entscheidungen trifft. Die hat ja mit der Umsetzung nichts zu tun. Trotzdem sind sie dafür verantwortlich. Denn es gibt einen alten Spruch, der immer, wirklich immer gültig ist, aus Erfahrung. Wenn Projekte scheitern, dann liegt es selten an schlechten Entscheidungen. Es liegt fast immer an schlechter Durchführung. Heißt, wenn ich jetzt Politiker bin und etwas entscheide, dann muss ich zumindest mich informiert haben bei den Fachleuten, wie das umgesetzt werden soll, unter welchen Bedingungen, wo die Vorteile sind, wo die Nachteile, damit ich eine qualifizierte Entscheidung treffen kann. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, so wie es bei uns zugeht. Ja. Jetzt hat erfreulicherweise in den letzten Jahren der Merkel-Regierung, der Bundesgerichtshof oder das Bundesverwaltungsgericht sehr, sehr oft die Regierung zurückgepfiffen, weil sie entweder gegen das Grundrecht oder sonstige gesetzliche Vorgaben verstoßen haben. Die Zeit ist leider vorbei.
wenn man sich anschaut, was jetzt im deutschen Bundesverfassungsbericht und Bundesgerichtshof entschieden wird, dann schaut man neidisch auf Österreich. Österreichische Bundesgerichtshof hat, als das so heiß gekocht, aufgekocht hat wegen der Impfpflicht, hat eine qualifizierte Frageliste über 6 oder 7 Seiten an die Regierung geschickt mit der Vorgabe, innerhalb von 10 Tagen eine qualifizierte Antwort zu geben. Ist in Deutschland unvorstellbar. Die Auswirkung war, dass die Impfpflicht gekippt ist in Österreich. Jetzt ist das natürlich immer so eine Sache, wie lange hält das vor? Denn die Leute, die uns unterdrücken und unsere Rechte nehmen, die machen das während der Arbeitszeit, für die sie noch bezahlt werden. Übrigens mit unseren Steuergeldern, mit euren Steuergeldern. Während jeder, der hier steht oder spricht oder nicht, wenn er irgendwas ausfrisst oder vermeintlich ausfrisst, in seiner Freizeit sich verteidigen muss, in der Zeit, die abgeht für sein persönliches Leben, für sein Leben in der Partnerschaft und dann Leben mit den Kindern. Das ist eine extreme Schieflage. Ich habe mir zur Erinnerung, Staatsdiener, das lese ich jetzt einmal Wort für Wort ab, Staatsdiener sind nicht nur den gewählten Regierungen verpflichtet, sondern, und zwar vorrangig, auch dem Grundgesetz und dem Souverän. Ich kann das jetzt sagen, der Souverän, also die deutsche Bevölkerung, ist der Auftraggeber und damit insbesondere zusätzlich auch der Finanzier, der Politiker und auch der Allgemeinheit. Das heißt, wir bezahlen jemand dafür, dass er uns unterdrückt. Das ist völlig schizophren. Aber leider Tatsache. Ich hab mir den Spaß gemacht, in einer zweizeiligen Excel das gegenüberzustellen. Einfach zum Nachdenken. Eine Firma hat Aktionäre. Ein Staat hat einen Souverän. Eine Firma hat einen Vorstand. Ein Staat hat eine Regierung. Eine Firma hat eine Jahreshauptversammlung. Jetzt wird es schwierig. Gewählt, der Staat hat Wahlen, die alle 4 Jahre stattfinden. Dazwischen vielleicht auf Landesebene Vorwahlen. Aber es ist irgendwo nicht dasselbe wie eine Jahreshauptversammlung. Besonders, weil bei einer Jahreshauptversammlung in der Wirtschaft der wichtigste Punkt ist die Entlastung des Vorstandes oder auch die Nichtentlastung des Vorstandes. Was haben wir in der Politik? Whitelist und Blacklist, die vom Bundesrechnungshof jährlich erstellt werden. Mit der Whitelist, verweigern Sie sich? Ich habe noch nie gehört, dass die Blacklist irgendeine Reaktion hervorgerufen hat, außer bei den Leuten, die sich dafür interessieren, entsetzen. Aber es gab nie Konsequenzen. Und aus politischer Sicht, ein Staat, jetzt ein Vergleich Staat, normale Staaten oder normale Demokratien und Deutschland, ein Staat ist souverän. Deutschland ist souverän plus. Souverän plus heißt, dass hinter dem Staat noch die Besatzungsmächte stehen. Das ist jetzt ein anderes Kapitel, aber Fakt ist, und zwar gerichtlich bewiesen und belegt, dass wir nicht uneingeschränkt souverän sind. Die Besatzungsmächte haben nach wie vor ein Einspruchsrecht und die lassen sich viele Sachen genehmigen. Das möchte ich heute nicht mehr eingehen, weil es zu kalt ist, aber das ist gerichtlich festgehalten, das ist belegbar und zwar durch das Oberlandesgericht Stuttgart. Das ist deswegen wichtig, ich wusste vorher auch nicht, was Gerichte entscheiden, ist im Prinzip relativ, auf unterer Ebene, ist im Prinzip relativ wurscht. Weil die Richter sind überlastet, die wollen das einfach vom Tisch haben. Das wird dann zunehmend strenger, je höher man geht. Ein Oberlandesgericht ist das erste wichtige Gericht, weil im Oberlandesgericht der Richter verpflichtet ist, sein Urteil detailliert zu begründen. Das hat dazu geführt in Deutschland, dass Richtsprüche von Oberlandesgerichten keine Gesetze sind, aber man kann sie fast als, sie haben fast ein bisschen ein Gesetzesstatus. Warum? Weil
in ähnlichen Fällen in anderen Bundesländern immer wieder, in dem Fall auf dieses auf den Richtspruch vom Oberlandesgericht Stuttgart zurückgegriffen wird. Und das hat an viele andere Details, die hier einmal ja, außen vor bleiben sollen. Ich würde sagen, ich mache heute einmal Schluss. Vielen Dank. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr mit mir mitgefahren habt.